Wettermanipulationen. Was wir sicher wissen, Vortrag von ETH-Physiker Dr. Philipp Zeller. Durch eben Ausbringung von Partikeln in die Atmosphäre, aber auch durch elektromagnetische Wellen. Man kann tatsächlich, ich wollte das anfangs auch fast nicht glauben, mit diesen Aktivitäten Erdbeben künstlich auslösen. Wer das Wetter kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Umweltverändernde Techniken für friedliche Zwecke zu erleichtern. Willst du mich verarschen? Bruder, das Wetter zu verändern und Techniken anzuwenden, um das Wetter und die Umwelt zu verändern, kann nicht friedlich sein. Das ist schon ein Kriegsakt gegen die Natur und gegen Gott. Und dadurch kann man eine globale Eiszeit provozieren. Dass man mit elektromagnetischen Wellen Gedankenkontrolle auf die Menschheit ausüben kann. Jetzt sind wir da. Und hier steht, das ist ein fliegendes Ausbringungssystem für toxische Mücken. Hä? Mit Drohnen, also unbemannten Flugzeugen. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns einen neuen Peter rein, welcher heißt Wettermanipulationen. Was wir sicher wissen, Vortrag von ETH-Physiker Dr. Philipp Zeller. Wir gehen in die miese Wettermanipulationsrecherche rein. Seitdem ich wieder in Deutschland bin, ist mir wieder extrem aufgefallen. Ich habe einfach wieder ganz viele Flugzeuge gesehen, die ganz wilde Streifen nach sich gezogen haben, die dann auch nicht mehr verschwunden sind und dann auf einmal Wolken daraus geworden sind. Und dann hat es auf einmal angefangen zu regnen, Digga. So. Nennt mich ein Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Mystiker, was immer ihr auch wollt. So. In Mexiko habe ich das nur an einem Tag gesehen, in den anderthalb Jahren, in denen ich wieder da war. Und davor in den anderthalb Jahren nicht einmal. Und am nächsten Tag hat es geregnet. Und hier ist das regelmäßig. Und ich sehe auch Flugzeuge, die ganz normale Kondensstreifen nach sich ziehen und die verschwinden dann nach ein paar hundert Meter wieder. Da entsteht kein Streifen, der dann eine Wolke wird. Die verschwinden dann, wie es normal auch sein sollte. Weißt du? Aber es gibt einfach Streifen, die bleiben da und die bilden dann Wolken. Und dann hast du so eine gleichmäßige Wolkendecke. Genauso wie als ob das gezeichnet ist so. Wem wollt ihr denn verarschen, Bro? Sorry, aber da stehe ich zu. Stehe ich zu. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Jetzt würde ich sagen, wie immer, geht der Peter los, Digi. Und los! Was wissen Sie, liebe Zuschauer, über Wettermanipulationen? Zu viel. Wird dieses Thema in Ihrem Umfeld auch kontrovers diskutiert und gerne als Verschwörungstheorie abgetan? Ja. Ja. Die lachen mich regelmäßig aus deswegen. Meine Familie ist schon richtig genervt. Ich sage immer, hier, guck mal, die sprühen wieder. Mann, hör doch mal auf mit deiner Kumpel. Der folgende Bruv, die redet auch wie eine KI, ne, irgendwie. Ist die echt? Vortrag eines promovierten Naturwissenschaftlers am Sommerweff 2022 in Davos ist diesbezüglich sehr aufschlussreich. Philipp Zeller studierte Physik an der ETH Zürich und hat den Doktortitel in Naturwissenschaften. Als Freizeitpilot befasst sich Zeller schon seit über 3 Jahrzehnten eingehend mit dem Wetter. Im Laufe der Zeit bemerkte er zunehmend Auffälligkeiten am Himmel. Er begann eigene Untersuchungen durchzuführen und zu recherchieren. Miese Recherche, Philipp. So. Insbesondere zu den Themen SRM, Management der Sonneneinstrahlung, SAI, stratosphärische Aerosolinjektion und HARP. Hochfrequenz-Aktiv-Auroral-Forschungsprojekt. Der ehemalige Hochschuldozent Zeller hat lange im Bereich Patentierung gearbeitet. Darum kennt er sich auf diesem Gebiet sehr gut aus. Durch seine Recherchen hat er an die 1000 Patente für Technologien zur Wettermanipulation gefunden. Diese reichen bis ins Jahr 1892 zurück. Wow. Das nachfolgende Referat möchte keine Angst schüren. Die Manipulationen des Wetters mit und ohne unser Wissen, so oder so. Vielmehr soll die faktenorientierte Aufdeckung von Tatsachen einer Verleugnung dieser Vorgänge entgegenwirken und sachlich fundierte Argumente in die Hand geben. Safe. Verbreiten Sie deshalb dieses Video an unwissende, aber wahrheitssuchende Menschen. Wir sind dabei, Alter. So, Philipp, mein Jutze, hau mal rein jetzt hier. So, was hat es mit Geoengineering und Gesundheit auf sich? Wie gesagt, ich möchte hier eine nicht abschließende Übersicht geben über ein paar Regierungsdokumente und Gesetze. Über Patente. Patente meldet man nicht einfach aus Spaß an, die kosten sehr viel Geld und man muss auch den Nachweis erbringen, dass sie funktionieren, sonst werden sie nicht erteilt.
und publizierte Forschungsarbeiten nicht von mir selber, weil es, wie gesagt, ja auch noch den Fokus der Gesundheit zeigen soll. Mhm. Wie gesagt, das ist nur eine Übersicht. Ich recherchiere fast permanent weiter. Ich habe auch nicht den Anspruch, hier einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten im Sinne von einer wissenschaftlichen Fachkonferenz, also vom Aufbau her und so, sondern es ist, wie gesagt, eine Übersicht. Und natürlich kann ich mich auch irren, ich mache Fehler oder ich kann auch etwas zitieren, was vielleicht auf wackeligen Füßen steht. Das möchte ich einfach vorausschicken. Stark, Junge, stark, stark, stark. Schweizer sind eh stabil, ne? Nun, was ist denn Geoengineering überhaupt? Also Frau Weichelt hat ja vorher Chemtrails erwähnt. Ich versuche diesen Begriff nicht zu erwähnen, weil mit dem Begriff Chemtrail wird man immer sofort in die Ecke der Verschwörungstheoretiker gedrängt, obwohl... Leider, aber wenn du Geoengineering sagst, was ja Chemtrails, also ist ja ein Teil vom Geoengineering, dann bist du wieder anders, also... Der Begriff selber von der US Air Force in den 70er Jahren geprägt wurde, das ist ja das Lustige daran. Geoengineering ist sicher der neutralere Begriff und Geoengineering beinhaltet hauptsächlich Wettermanipulation, das ist eigentlich das Wichtigste, durch eben Ausbringung von Partikeln in die Atmosphäre, aber auch durch elektromagnetische Wellen, die man mit großer Leistung in die Atmosphäre abgibt. Hab, ne? Dann natürlich Erdsondierung, ja, es geht ja um das Verändern, das Engineeren quasi an der Erde, Geo, die Erde. Das heißt, man sondiert da nach Hohlräumen, nach Ölvorkommen, Gas und so weiter. Und man kann tatsächlich, ich wollte das anfangs auch fast nicht glauben, man kann tatsächlich auch mit diesen Aktivitäten Erdbeben künstlich auslösen. Und letztendlich kann man auch das Erdmagnetfeld gerade mit diesen vorher erwähnten elektromagnetischen Strahlen auch manipulieren. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Das ist schon krass, Digga, wenn du überlegst, ne? Und die haben ja auch, es gibt ja CIA-Dokumente, die sagen, dass sie quasi bis, wann? Was waren das? Das waren Dokumente von den 90ern, die gesagt haben, bis 2024 oder so wollen wir das Wetter komplett kontrollieren. Oder fähig dazu sein, es zu kontrollieren. Richtig krass, ja? Das musst du dir mal reinziehen, dass es sein kann, dass die halt die Energie auf der Erde verändern, dass sie Erdbeben auslösen, dass sie die Sonne blockieren und solche Geschichten. Das ist einfach krass, die haben gar kein Recht dazu, so. Ich finde persönlich, wir Menschen sind so übermütig und hochmütig geworden, dass wir denken, wir können einfach am Wetter rummanipulieren, ohne irgendwelche Konsequenzen, so. Wozu wird denn überhaupt Geoengineering gemacht? Das geht eigentlich auf den ganzen Kalten Krieg zurück. Das begann direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Eigentlich begann es schon früher, zumindest mit dem Bestreben, das Wetter zu beeinflussen. Aber das Geoengineering im großen Stil, das begann eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich möchte hier den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Lyndon Johnson zitieren. Der hat 1962 an einer Konferenz gesagt, wörtlich, wer das Wetter kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Und das ist wirklich, das sind die Bestrebungen dieser Supermächte, allen voran der USA. Es gibt übrigens diese Rede auf YouTube, kann man finden, kann man im Originalwortlaut sich anhören. Krass. In der Vergangenheit, oder? Das Lustige ist ja, es wird ja immer bestritten, dass Geoengineering überhaupt gemacht wird. Aber guck dir doch mal die Wolken da an, so sieht der Himmel hier in Deutschland regelmäßig aus. In der Vergangenheit gab es ganz viele solche Projekte. Ich möchte ein paar ganz prominente, die heute auch öffentlich zugegeben werden, erwähnen. Das Projekt Cumulus, das 1952 im Vereinigten Königreich zu einer großen Flutkatastrophe geführt hat, als man eben Wolken geimpft hat, um sie künstlich zu herzustellen und zum Abregnen zu bringen. Es gab eine ganz dramatische Flutkatastrophe, da gab es 34 Tote und ganz viele Häuser. Machen die das nicht auch regelmäßig auch in Dubai und so? Mit diesen Wolkenimpfen, damit es regnet mal und so und auch in Wüsten halt? Das ist doch eigentlich Standard da drüben, oder nicht? Wurden mitgerissen und so weiter. Es gibt natürlich noch schlimmere Katastrophen, aber da war der Zusammenhang eben sehr unmittelbar sichtbar. Es wurde dann natürlich viele Jahre totgeschwiegen. China auch. Ja. Das dann wirklich ans Licht kam. Dann das Projekt Storm Fury, das war 1962 bis 71. Ja, aber da wird es zugegeben. Ja, das ist der kleine, aber feine Unterschied. Ne? Da hat man versucht, Hurricanes eben auch mit sogenanntem Impfen, also mit Ausbringen von Partikeln zu beeinflussen. Das macht man heute
viel professioneller als damals. Damals war das eben ein Projekt noch zur Erforschung. Und dann ganz bekannt, das ist wahrscheinlich den meisten bekannt, das Project Popeye, wo man im Vietnamkrieg ganz bewusst große Niederschläge eigentlich provoziert hat, um die Versorgungswege der Vietcongs quasi zu verschlammen und zu verhindern. Und letztendlich möchte ich auch daran erinnern, dass es über 2000 Atombombentests gab. Also warum muss man so eine verheerende und umweltverschmutzende Bombe so und so oft wieder testen? Ich meine, wenn man sie schon bauen will, und da stelle ich sowieso schon ein Fragezeichen dahinter, dann reichen ja 2-3 Tests, dann weiß man, wie es tut, oder? Und und das kann man ja heute noch nachweisen, im Wasser, im Boden und in der Atmosphäre, diese ganze Radioaktivität. Krass, Van Allen-Gürtel, Digga, what the fuck is going on, Digga? Im Van Allen-Gürtel haben die eine Atombombe getestet. Van Allen-Gürtel ist doch, wenn du rausfliegst in den All, Digga, das ist doch das, was die Erdatmosphäre umgibt quasi. Was es auch schwierig macht, da durchzufliegen und warum auch Leute behaupten, dass wir nie auf dem Mond waren zum Beispiel. Unter anderem im Van Allen-Gürtel. Verstehe ich nicht ganz. Da hätte ich mir gerne nochmal gewünscht, dass er da kurz drauf eingeht. Nachweisen im Wasser, im Boden und in der Atmosphäre diese ganze Radioaktivität. Es gibt dutzendweise, wenn nicht hunderte von offiziellen Dokumenten, zum Teil waren die schon immer öffentlich zugänglich, zum Teil wurden sie später deklassiert. Also vor allem in den USA, da kann man wirklich stundenlang recherchieren und downloaden. Eines davon möchte ich hier einfach kurz zeigen. Das heißt schon eine Wettermodifikations-Proposal-Vorschlag vor dem US-Kongress. Es ist ein sehr umfangreiches Dokument mit fast 200 Seiten. 1978, Digga, Weather Modification. Programs, Problems, Policy, Potential. Und Bruder, das haben die 1978 gab es dieses Dokument. Und wie kann man dann heutzutage sagen, ja, das ist Verschwörungstheorie, wenn das schon so eindeutig ist eigentlich. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die 1978 so ein Papier da gefunden haben. Und dass es dann heutzutage nicht sich weiterentwickelt hat und dass sie aufgehört haben, daran zu forschen. Wenn die selber noch gesagt haben, wer das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Welt. Come on, Digi. Da drin, ich habe das extra übersetzt, das ist von 1978 und dort drin steht, dass in den vergangenen 30 Jahren, also von 47 bis 78, also ich spreche nicht von heute, die vergangenen 30 Jahre, wurden 110 Wettermanipulationsprogramme im Kongress der USA vorgebracht. Von 47 bis 78, Bruder. Bro. Und auch abgesegnet. Und der Kongress hat dann 1978 ein nationales, also staatenübergreifendes Forschungsprogramm initiiert und auch finanziert. Und Es wurde damals bemängelt, dass es damals in den USA noch kein nationales Gesetz gab, das das alles geregelt hätte. Da musste man halt eben sich behelfen und da wollte man etwas Entsprechendes auf den Weg bringen. Und natürlich hatte man damals schon Angst, weil man es ja schon gemacht hat, eben zum Beispiel in Vietnam, hatte man natürlich Angst, dass der Feind dasselbe tun könnte, zum einen, oder auch, dass man dann plötzlich irgendwie angeklagt würde als Nation, wenn es irgendwo ein Unwetter gibt oder eine Dürre, dass es dann heißen könnte, oh, das war ein Angriff. Und das wollte man natürlich verhindern. Ja, also deshalb musste man das entsprechend gesetzlich regeln. Und daraufhin hat man dann im 1978, also initiiert schon 1976, und 1978 hat man dann eine Gesetzesresolution in New York auf den Weg gebracht. Dass das eine Verschwörungstheorie ist und dass das so quasi auch mit den Chemtrails und so, dass das so verteufelt wird von einigen Leuten, das wurde auch extra so gemacht von den gleichen Leuten, die das Wetter manipulieren, damit man es halt nicht ernst nimmt, so. Damit die schön fein raus sind, weißt du? Quasi so. Es geht Hand in Hand, Digi. Ist doch immer so. Das stimmt. Du musst halt ein mieser Schwurbler sein und ein bisschen frei denken können, damit du dir selbst Gedanken machen kannst. Und das können halt die meisten leider nicht. Die UNO dahinter, also das ist das UN-Abkommen zum Verbot eben der kriegerischen Nutzung von Wettermanipulation oder überhaupt von umweltverändernden Techniken. Und dieses Gesetz hat also auch die Schweiz. Das ist halt krass, wenn du mal so lange weg warst. Ich war ja 2 Jahre lang weg, Digga, weißt du? 2x2 Jahre im Endeffekt. Und in Mexiko hast du das, spürst, da gibt es das nicht. Und wenn du dann wieder hierher kommst, du merkst einfach, ich habe das einfach direkt gemerkt, es fällt dir so extrem auf, weil du es halt so lange nicht gehabt hast, so, dann fällt dir das halt noch mehr auf, weißt du?
Das fällt mir hier so krass auf in Deutschland. Wirklich jetzt. Es gab ein oder zwei Tage bis jetzt, seitdem ich hier bin. Ich bin jetzt seit 3-4 Wochen schon hier. Es gab nur 2-3 Tage, wo ich in den Himmel geguckt habe und gedacht habe, okay, das ist ein echter Himmel. Gesetz ratifiziert, also ganz, ganz viele Staaten auf der Welt haben dieses Gesetz ratifiziert. Die Schweiz 1988. Das heißt, das ist jetzt im Bundesgesetz übergangen. Das könnt ihr nachschauen auf der Gesetzessammlung des Bundes. Das ist die Nummer 515.06. Und dieses Gesetz tönt ja eigentlich gut, ja. Und wie gesagt, das haben die USA da auf den Weg gebracht, 1976 bis 78, eben aus Angst davor, dass die Feinde ja dasselbe machen könnten. So ein Gesetz heißt ja nicht, dass man sich daran halten muss. Es tönt sehr gut. Die ersten beiden Hauptartikel tönen auch sehr gut. Es geht wirklich darum, dass das verboten ist. Dann gibt es aber noch den dritten Artikel dieses Gesetzes. Und diesem dritten Artikel steht zunächst einmal, dass die Nutzung für friedliche Zwecke natürlich zulässig ist. Ja. Friedliche Zwecke? Was für friedliche Zwecke? Guck mal. Der Vertragsstaaten verpflichtet sind Austausch, Nutzung, umweltverändernde Techniken für friedliche Zwecke zu erleichtern. Willst du mich verarschen? Bruder, das Wetter zu verändern und Techniken anzuwenden, um das Wetter und die Umwelt zu verändern, kann nicht friedlich sein. Das ist schon ein Kriegsakt gegen die Natur und gegen Gott. Nicht definiert, was friedliche Zwecke sind. Und dann kommt noch ein zweiter Unterartikel in diesem Artikel 3 vor und da steht, dass die Vertragsstaaten sich sogar verpflichten, das zu unterstützen, Wissensaustausch zu betätigen, sich finanziell daran zu beteiligen. Sie müssen sich nicht aktiv daran beteiligen, aber sie müssen es unterstützen und einen Beitrag leisten. Und dann kommt noch das i-Tüpfchen dazu. Dann gibt es nämlich noch eine sogenannte Absprache zu diesem Artikel 3. So, wenn ich sowas sehe, ne, dann kriege ich schon so eine Krawatte, Digga, sag ich dir ehrlich. Und das sehe ich hier regelmäßig, dann kriege ich so eine Krawatte, Digga, ne, der Lovelock, Bro. Dann hört er auch nicht mehr auf zu labern, Digga. Dann labert er jeden voll und sagt, hier, hast du gesehen? Da kriege ich so einen Hals. So einen Hals kriegt er. Und da steht, dass da drin nicht die Frage behandelt, ob so eine umweltverändernde Technik die geltenden Vorschriften des Völkerrechts verletzt oder nicht. Es erinnert mich so ein bisschen an ein Gesetz, das auf den Weg gebracht werden soll. So eine Krawatte. Man merkt, er ist wieder in Deutschland. So. Da ist der deutsche Lovelock wieder da. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft, Bro. Bezüglich Pandemiebekämpfung. Das kennt ihr vielleicht auch, aber das hier haben wir als Schweizer schon 1988 ratifiziert. Ist eigentlich erschreckend. Ratifiziert. Ich gehe jetzt wieder zurück in die USA und zeige nochmal ein Dokument, das veröffentlicht wurde, das ein Proposal war an die US Air Force quasi. Ah ja, hier 2025, ich habe 24 gesagt, in den 90ern, siehst du? Ich bin da echt on point mit den Daten manchmal, ne? Für den Ausblick auf das Jahr 2025, das Dokument selber ist von 1996 und der Titel dieses Dokuments ist Weather as a Force Multiplier, also das Wetter als Kräfteverstärker und der Untertitel ist wir besitzen das Wetter bis ins Jahr 2025. Ihr besitzt einen Scheißdreck, Bro. Ihr besitzt gar nichts, besitzt ihr. Ihr versucht das zu manipulieren und dafür werdet ihr bezahlen. Am Ende des Tages. Und ein kurzer Auszug aus diesem Dokument. Auf der linken Seite quasi, wie man den Feind schädigen kann. Auf der rechten, wie man sich selber und seine Partner unterstützen kann. Da nur ein paar Stichworte. Den Feind schädigen mit Regen, mit Flutwellen, die auch die Moral der Soldaten auf der anderen Seite quasi verschlechtern soll. Man kann aber auch eine Dürre provozieren, Wasserknappheit, bis es den Leuten so schlecht geht, dass sie sich ergeben. Man kann Stürme provozieren, man kann die Ionosphäre, da komme ich später noch darauf zurück, so manipulieren, dass der Feind keine Funkverbindungen mehr aufnehmen kann oder mit Radars quasi die eigenen Flugzeuge nicht mehr sieht. Ihr müsst euch überlegen, die können auch quasi, wenn die wirklich so, also die sind hundertprozentig schon so weit, dass die quasi auch einfach, Nikola Tesla hat schon gesagt, wenn du die Welt verstehen willst, musst du in Frequenzen, Energien und Schwingungen denken, Digga. Das heißt, die können mit diesen Gerätschaften, die die haben und mit dieser Manipulation auch die Frequenzen des Menschen verändern. Also, dass wir so komische Zombies geworden sind, kann auch daran liegen, dass sie auf uns gewisse Frequenzen draufpacken, so, weißt du?
Du kriegst das ja nicht mit, du kannst Frequenzen ja nicht sehen. Die gehen in dich und dann lösen die in dir was aus und das ist dann einfach so, weißt du? Ich sag nicht, dass es so ist, aber es könnte sein. Und das ist schon crazy, wenn du überlegst so. Nebel und Wolken entweder sich auflösen lassen, damit sich der Feind nicht verstecken kann, oder man kann sie bilden, um den Feind eben damit zu überraschen. Und man kann auch erkennen, ob der Feind selber solche Techniken einsetzt oder nicht. Und die eigenen Praktiken sind quasi genau das Gegenteil. Ja, also man schaut, dass wenn man selber einen großen Transport hat, dass man eben keinen Regen hat, dass die Wege trocken sind, Sturm eben nach Bedarf, die Ionosphäre ebenfalls optimieren, wenn man selber Radarsignale braucht und gute Funkverbindung braucht und so weiter. In diesem Dokument ist immer noch dasselbe Dokument. Da steht dann noch drin, so als Zusammenfassung, wenn dann erst einmal die Bedingungen gegeben sind, dann müssen wir auch in der Lage sein, Kohlenstaub. Hier in diesem Dokument steht ganz klar Kohlenstaub, und zwar Feinkohlestaub, in der gewünschten Region, also in der feindlichen Region, auszubringen. Why? Und zwar kontrollierbar, sicher, kosteneffektiv und zuverlässig. Und da wurden Methoden evaluiert und es steht da sogar, unzählige Sprühtechniken wurden bereits studiert. Das Dokument ist von 1996. Die sicherste und günstigste Methode ist eine Art Nachbrenner von Jettriebwerken. Also quasi eine hinter dem Triebwerk angebrachte Einsprühvorrichtung, um eben diesen Kohlenstaub in den Abgasstrahl einzubringen. Und während das Flugzeug eben durch dieses Gebiet fliegt, wird das aktiviert oder es kann auch wieder deaktiviert werden. Für was aber diese Kohlefilme? Was macht diese Kohle? Hier. Warum Kohlestaub? Das ist spannend. Geil, ey, manchmal denke ich mir auch, das ist doch krass, Bro. Ich sage immer Sachen oder Fragen und dann eine Sekunde später, direkt wenn ich weiterdrücke, dann kommt das genau. Und es gibt ein weiteres Dokument, das ist unter dem Freedom of Information Act, FOIA, also eben quasi später veröffentlicht worden. Das war früher einmal ein vertrauliches, geheimes Dokument. Und das stammt aus dem Philips-Labor, von der Leitung der leitenden Abteilung für Leitung der Abteilung für Geophysik, die natürlich die amerikanische Regierung immer beraten und auch das Militär und so weiter. Und da steht drin, wie man den Regen verstärken kann, den Regen vermindern kann, Cirruswolken verstärken kann, also quasi diese Schleierwolken, ja, die wir ja jetzt ständig haben. Überall, Digga. Überall. Sind einfach nicht natürlich, aber wir haben sie. Oder wie man Nebel vertreiben kann. Und das Ganze, das ist jetzt quasi nur das Kapitel 4. Ich habe das extra quasi rausgezogen. Und zwar eben mit Schwarzkohle. Wettermodifikation mit Schwarzkohle steht da ganz klar drin. Das überspringe ich. Es gibt ganz, ganz viele so Dokumente. Und also es ist erschreckend, was da alles für Kampfmittel erforscht und erprobt werden. Mhm. Ich möchte noch kurz ein Buch zitieren, ein sehr spannendes Buch. Ich habe es im Original antiquarisch gefunden. Dieses Buch heißt Unless Peace Comes, also es sei denn, wir finden zum Frieden, was natürlich zu hoffen ist. Das wurde editiert von einem Nigel Calder 1968, also es hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und dieser Nigel Calder war ein sehr einflussreicher und renommierter Journalist, Entschuldigung. Und der hat führende Militärberater und Top-Wissenschaftler hat er gebeten, jeweils ein Kapitel zu diesem Buch zu tragen, bezüglich ihrer Arbeit, wie sie die Regierung eben beraten und was sie für Forschungsarbeiten führen. Und das verrückteste oder spannendste Kapitel aus diesem Buch, es sind 17 Kapitel, heißt «Wie wir die Umwelt zerstören». Das ist der Titel des Kapitels und dieses Kapitel wurde geschrieben von einem Professor Gordon MacDonald, der lebt nicht mehr mittlerweile, der war der Vorsteher von Geophysik und Planetenphysik an der Universität von Kalifornien in Los Angeles und er war Mitglied des Beraterstabs von Präsident Lyndon Johnson, den ich ja vorher bereits zitiert habe. Der gesagt hat, wenn man das Wetter kontrolliert, kontrolliert man die Welt quasi. Auszug aus diesem Kapitel, das Kapitel ist erschreckend zu lesen und er schreibt, was da
1968 an aktueller Forschung gerade betätigt wurde. Ja, und, Digga, das ist auch krass, ne, Lukas? Wenn das Buch ist von 1968, jetzt überleg mal bis heute, was da abgeht. Man kann kalte Wolken durch Eiskristallbildung erzeugen. Man kann warme Wolken, indem man Wolken erzeugen, indem man die bestehenden Tröpfchen vergrößert künstlich, ja, mit Partikeln. Man kann trockene Wolken erzeugen, die nicht abregnen. Das haben wir ja dieser Tage sehr oft. Man kann Wolken um ein Gewitter herum gezielt vergrößern, um das Gewitter zu verändern, zu verstärken oder abzuschwächen. Man kann Metallfolien oder Metallpartikel, zu seiner Zeit waren es noch Metallfolien, abwerfen, um vermehrt Blitze zu erzeugen, also Blitze, die dann auch entstehen, ohne dass es wirklich regnet, ohne dass es gewittert. Auch das kennen wir zur Genüge. Man kann Wirbelstürme erzeugen. Man kann 1968, Digga, Metallfolienpartikel abwerfen, um Blitze zu erzeugen, Digga. Das musst du dir mal reinziehen. Yo. Wasseroberflächen mit Polymerschichten am Verdunsten hindern, damit es keine Wolken gibt, auch wenn die Temperatur steigt. Da würde ja eigentlich mehr Wasser verdunsten. Und man kann das globale Klima verändern, und da schreibt er dazu, das tut es ja auch natürlicherweise, und so kann man diese Aktivitäten gut verstecken. Niemand wird merken, ob es natürlich ist oder ob jemand dahinter steckt. Das ist noch nicht alles. Ich habe eine zweite Seite. Man kann Ozonlöcher erzeugen. 1968, nur so mal nachgerechnet. Man kann mit einem ganz tollen Trick eine atomare Detonation, einen unterirdischen Atomsprengversuch quasi, unter der antarktischen Eisschicht durchführen. Die Antarktis, Stichwort Aluhütte. Die antarktische Eisschicht ist etwa 100 Kilometer dick, das sind unglaubliche Eismengen. Dann wird da ein Wasserfilm durch die Hitze produziert unter dieser Eisschicht, und ein großer Teil dieses Eises wird wie auf einer Rutschbahn ins Meer rutschen, und dadurch kann man eine globale Eiszeit provozieren. Yo, ist es dein Ernst, Digga? Eine globale Eiszeit produzieren? Der übertreibt doch jetzt gerade, oder? Meint er das ernst? Einfach. Man kann Küstenstreifen sprengen. Und die lösen dann einen Tsunami aus. Ich weiß, man könnte auch dann einfach sagen, der Klimawandel ist dafür verantwortlich, dass diese Gletscher da schmelzen, obwohl es eigentlich herbeigeführt wird, um dann eine Klimahysterie auszulösen, damit die Menschen wieder in den freiwilligen Lockdown reingehen, sich zu Hause einsperren, nur noch eine Klamotte im Jahr kaufen und nicht mehr fliegen und kein Auto mehr fahren und kein Fleisch mehr essen. Skü. Nicht wer 1978 schon wusste, 68 schon wusste, was ein Tsunami ist. Also ich weiß es erst seit 2006, muss ich zugeben. Obwohl ich vorher Physik studiert habe, aber Tsunamis waren mir nicht bekannt. Man kann Erdbeben erzeugen, und zwar indem man eben die Wasserschicht, die etwa 10 Kilometer tief unter der Erde ist, aktiviert. Die ist ganz nahe am sogenannten Trippelpunkt. Ich will mich jetzt hier nicht näher auf die Aggregatzustände des Wassers einlassen, rein aus Zeitgründen. Nahe am Trippelpunkt heißt eigentlich da, wo das Wasser... Auch krasse Information, ne? Wasser ist ja das einzige Element quasi, was du in allen drei Aggregatzuständen findest. So, Wasser ist crazy. Also ich würde gerne auch mal wieder so eine Richtung Wasser-Doku mir reinziehen. Diese Wasser-Doku war eine der krassesten Dokus, die wir uns reingezogen haben. Wenn du dann noch überlegst, dass wir Menschen zum großen Teil aus Wasser bestehen und dass die Erde auch zum großen Teil aus Wasser besteht, dann merkst du, wie powerful dieses Element ist. Am dichtesten ist, wo es im Übergang eigentlich relativ schnell in den Übergang gehen kann, in unterkühltes Wasser oder eben Dampfform und so weiter. Wenn man hört, dass ein Erdbeben das Epizentrum in 10 Kilometer Tiefe hatte, dann sollte man immer hellhörig werden. Spannend ist, dass alle die großen Katastrophen, wie zum Beispiel Fukushima, da war das Epizentrum 10 Kilometer. Ich kann nichts dazu beweisen, aber es ist einfach eine interessante Koinzidenz. Koinzidenz, ja. Man kann den Jetstream umlenken.
werde ich nachher noch kurz zeigen für diejenigen, die nicht wissen, was der Jetstream ist. Das sind hohe Winde in etwa 10 Kilometern Höhe, die um die ganze Welt gehen. Das ist immer ein heftiger Zufall, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Man kann Tornados auslösen, ich glaube, das hatte ich schon auf der vorherigen Seite. Und dann die Quintessenz dieses Buchkapitels von diesem Professor MacDonald ist, dass man Instabilitäten der Erde erkennen und ausnützen kann. Also quasi da, wo etwas immer schon so auf der Kippe ist, da muss man nur wenig Energie reinsetzen, um das in die eine oder andere Richtung lenken zu können. Und letztendlich erzählt er auch über die Gedankenkontrolle, dass man mit elektromagnetischen Wellen Gedankenkontrolle auf die Menschheit ausüben kann. Jetzt sind wir da. Freunde, habt ihr gehört, ne? Ich glaube, auch das dringt immer mehr an die Oberfläche, dass das tatsächlich über Jahrzehnte ganz intensiv erforscht wurde. Es gibt auch da ganz viele Patente dazu. Das ist erschreckend, was da schon alles gemacht wurde, gerade zum Beispiel im MK-Ultra-Programm und so weiter. Es wird ja auch zum Guten verwendet. Ja, also man misst das über EEG, Elektroenzephalogramme, misst man, was da in welchem Zustand für Hirnströme sind. Und dann kann man das quasi wie zurückspielen und kann die Leute da in... Der ist ein geiler Typ, der Philipp, ne? Guter Mann. Spezielle Zustände bringen. Ich gehe nicht näher darauf ein, auch wieder rein aus Zeitgründen. Es ist ein riesiges Fass, also ich kann nicht alles aufmachen. Bro, also ich bin ready für die Fässer, sage ich dir ehrlich. 1999 hat der Europarat einen 35-seitigen Bericht verfasst, also eine Spezialkommission des Europarats. Und da geht es um das sogenannte HARP-Projekt, also mit zwei A, das heißt High Frequency Active Auroral Research Program. Also das Auroral heißt Hochfrequenz aktives Aurora, also Nordlichter Forschungsprogramm. Das ist, findet in Alaska statt. Mittlerweile gibt es solche Stationen eigentlich fast auf der ganzen Welt. Sind natürlich alles in Anführungszeichen Forschungsstationen. Ich komme nachher gerade darauf zu sprechen, was es da gerade ist. Da geht es um Manipulationssysteme für die Ionosphäre. Die Ionosphäre ist ein sehr hoch oben liegender Teil unserer Atmosphäre, so etwa ab 80 Kilometer und höher. Die ist eben ionisiert, weil wir dort ständig elektrische Ladungen haben, die vom Sonnenwind quasi ionisiert und dann abgelenkt werden. Also dort oben fließt eigentlich ständig ein Strom durch dieses Plasma. Dort oben ist es elektrisch und dort kann man natürlich besonders gut etwas manipulieren. Und der Europarat oder die Kommission schreibt da dazu, dass es eben ein Teil elektromagnetischer Waffen ist und eine höchst gefährliche Bedrohung der gesamten Umwelt und natürlich auch der menschlichen Gesundheit darstellt, weil das Projekt zum Ziel hat, in den höchst sensiblen energetischen Bereich der gesamten Biosphäre einzudringen. Also nicht crazy nur in die Ionosphäre, sondern auch hier unten. Also es ist ein wirklich ganz extrem gefährliche Aktivität. Also mittlerweile, wie gesagt, gibt es viele solcher Radiowellen-Sendestationen und die haben ganz bestimmt einen Einfluss auf die Gesundheit von uns allen. Ich komme jetzt gerade zu diesem Projekt HARP beziehungsweise zum Grundlagenpatent desselben. Und zwar ist das von 1987, wurde das erteilt. Und in diesem steht drin, der Titel ist Veränderung einer Region in der Atmosphäre, Ionosphäre oder Magnetosphäre. Die Magnetosphäre ist noch weiter oben als die Ionosphäre. Das ist unser magnetischer Schutzgürtel, der direkt mit dem Erdmagnetfeld verbunden ist, der so quasi torusförmig ja um die Welt gerichtet ist. Und insofern kann man eben da auch, wie ich eingangs sagte, das Erdmagnetfeld manipulieren. In dem Patent steht drin, man kann Plasma heizen, dadurch wird es hochgedrückt und dann gibt es einen Unterdruck da, wo es eben hochgestiegen ist. Ja, wenn ich Luft erwärme und sie steigt hoch, habe ich unten dran einen Unterdruck und das provoziert dann eine horizontale Bewegung, also Wind. Und ich kann dann auch mit dieser elektromagnetischen Strahlung eine Rakete verwirren, umlenken oder sogar zerstören. Das ist ein Waffensystem. Das ist dieser Krieg der Sterne, der ja in den 90er Jahren da groß dann propagiert wurde von den USA. Weiter steht in demselben Patent drin, dass man die Ozonkonzentration oder auch die Stickstoffkonzentration verändern kann.
Man kann Kohlendioxidkonzentration verändern, Kohlenmonoxid, noch gefährlicher, Stickoxide und andere Stoffe können konzentriert oder verdünnt werden, um Umweltflüsse zu bewerkstelligen. Dann steht auch, dass das Erdmagnetfeld eben verringert oder sogar ausgeschaltet werden kann. Ziel natürlich, Raketen umzulenken, aber nicht nur. Und was ganz verrückt ist, man kann aus... Das Erdmagnet verringern oder ausschalten, auf entspannt. Plasmatischen Partikeln, die eben da weit oben in der Atmosphäre sind, man kann die so manipulieren, dass die sich zu einer Linse formen, also einer optischen Linse, und dadurch einen Strahl von Sonnenlicht quasi auf einen Punkt der Erde fokussieren. Viele von Ihnen haben vielleicht schon einmal mit einer Lupe probiert, so Zunder anzuzünden. Also ich habe das viel in meiner Kindheit gemacht. Und das kann in einem großen Stil gemacht werden. So Stichwort Waldbrände oder sonstige Brände oder Hitzeprobleme und so weiter. So sieht dieser ursprüngliche Antennenwald in Alaska aus. Das sind gesehen so Kreuz-Diagonal-Antennen, also so typische Radioantennen. Jetzt mit diesen Antennen können Frequenzen von 30 kHz bis 300 MHz erzeugt werden. Das sind so typische Radiowellen. Das, was ich vorher erklärt habe, das sieht etwa so aus, also man drückt den oberen Teil der Atmosphäre in die Höhe der Ionosphäre und dadurch entsteht ein Unterdruck und dann gibt es dann eine Horizontalbewegung, Entschuldigung, und entsprechend Windbewegung. Wenn man diese Frequenzen, die ich vorher erwähnt habe von Harp, wenn man die umrechnet auf die Wellenlänge, wenn man sich die Hertzsche Welle anschaut, dann kommt man auf Wellenlängen zwischen etwa 15, also zwischen 10 Metern und 15 Kilometern. Und so ein Wellental, Wellenbauch ist dann die Hälfte davon, also 5 Meter bis 7,5 Kilometer. Und wenn man dann solche Wolkenformationen sieht, dann muss man... Guck dir das an. Sich schon fragen, ja, ob das stehende Wellen von irgendeinem Föhntal sind, wenn man das irgendwo im Mittelland oder sogar in Süddeutschland sieht. Oder ob da nicht eine andere Anregung dahinter steht. Also für mich sieht das ganz genau danach aus. Das ist auch aus einem Forschungsbericht eben von dieser Harp-Forschung, wie man dann eben Funkwellen quasi an der Ionosphäre auch spiegeln kann. Ja, weil die ja elektrisch leitend ist, kann man die als Spiegel benutzen, kann viel bessere Radarüberwachung und Funkverbindungen bringen. Hier auch noch ein Ausschnitt aus einer Forschungsarbeit. Und hier sieht man jetzt, ich zeige das vor allem deshalb, dass man jetzt verschiedene leitende Schichten hat. Ja, natürlicherweise hat man nur die Ionosphäre, die leitet. Das hat man hier unten noch leitende Schichten. Ja, wie bringt man das zustande? Indem man eben leitfähige Partikel auch weiter unten in der Atmosphäre ausbringt. Sind dann sehr hilfreich, um eben mit diesen Harpwellen da gewisse Effekte zu erzielen. Also, das heißt, sie sprühen Dinge aus dem Flieger, damit da eine Leitfähigkeit stattfindet und dann senden die mit diesen Harpmaschinen quasi, mit diesen Farmen, Impulse nach oben und dann geht der Peter los, Digi. Jetzt komme ich auf genau diese Partikel, die man da verwendet und ich bin Ihnen hier nochmal mit einem Patent, ein sehr altes Patent, das wurde 1966 erteilt und zwar an die US Navy, ja, also nicht an eine private Firma, an den Staat. Und ich will dazu erwähnen, damals, zum damaligen Zeitpunkt nach dem amerikanischen Patentrecht, konnte ein Patent maximal 17 Jahre aufrechterhalten werden. Das kostet aber viel, je älter ein Patent wird, desto mehr muss man bezahlen, damit man es noch als Schutz quasi aufrechterhalten kann. Okay. Es wurde also die ganzen 17 Jahre dafür bezahlt. Und dieses Patent, auch wenn es so alt ist, finde ich so relevant, weil es steht als Beispiel für Dutzende, wenn nicht Hunderte von Patenten, eine metallische Mischung zur Erzeugung von hygroskopischem Rauch, also Rauch, der Wasser anzieht, Wasserdampf anzieht. Und da drin steht, man braucht eine metallische Mischung und die enthält Folgendes, bitte festhalten. Lithium, Achtung. Natrium, Kalium, Cäsium, Rubidium, Calcium, Magnesium, Strontium und Bariumcarbonat. Wo ist Aluminium, Digi? Und auch Mischungen davon. Zusätzlich Leichtmetalle wie Aluminium, Magnesium. Aluminium sind wir da. Zink oder Zirkon oder Mischungen davon. Außerdem ein anorganisches Oxidationsmittel wie Nitrate, Perchlorate von Natrium, Lithium, Kalium, Calcium, Barium und Strontium. Das muss gesund sein, Digga.
und dann zusätzlich auch noch eine Polyhalogenverbindung, da komme ich nachher gleich noch darauf zu sprechen, wie Hexachlorethan oder Octachloropropan. Wurde patentiert, erteilt und 17 Jahre aufrechterhalten von der US Navy. Ein weiteres solches Patent. Nein, nein, Bro, du bildest dir das ein mit den Streifen im Himmel und so und dass das Wetter hier komisch ist. Mann, Alter, hast du wieder zu viel Dokus geguckt, wa? Das sagt, man kann stratosphärische Welsbach-Partikel ausbringen zur Reduktion der globalen Erwärmung. Also die sind da schon auf den Klimawandelzug aufgestiegen, 1991. Welsbach war ein Forscher, deshalb Welsbach-Partikel, das ist einer von denen, die eben diese Idee hatten. Und hier, ich zeige das nur, weil hier drin steht, ja, am besten eignet sich Aluminiumoxid oder Thoriumoxid. Also Aluminium wurde ja bereits erwähnt heute als einer der häufigsten Schadstoffe in der Atmosphäre. Es gibt ganz viele Patente, auch hier wieder eines, das eben sagt, so sandartige Partikel. Guck mal den Himmel jetzt im Hintergrund, ne? Bitte, Bro. Und so einen Himmel sehe ich hier regelmäßig oder habe ich hier in letzter Zeit regelmäßig gesehen. Jetzt mal ehrliche Abstimmung in den Chat rein. Ist das ein natürlicher Himmel? Also ist das normal? Und dann daraus werden ja dann noch dickere Wolken, also breitere Wolken und das bildet dann einfach so einen Schleier. So. Denkt ihr, das ist normal? Kann man in die obere Atmosphäre bringen und man kann eine Boeing 737 relativ einfach umfunktionieren, um 25 Tonnen Ladung in 18.000 Meter Höhe zu bringen. Dieses Patent wurde 2018 erteilt und es steht dann auch noch, die Partikel bleiben dann etwa 2 Jahre so weit oben in der Atmosphäre. Was? 2 Jahre? Ich zeige noch eins, ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. Das ist ein Patent von der Firma Geltech Solutions. Da gibt es unzählige YouTube-Videos dazu. Die heißen irgendwie so quasi auf der Jagd nach Hurricanes. Und die haben da wirklich aus Flugzeugen gefilmt, wie sie da Hurricanes entweder verstärkt oder abgeschwächt haben. Die haben etwas ganz Tolles erfunden, ein Polymer, also ein Plastik. Jetzt gehen wir aber tief rein hier in die Recherche, ne? Die haben Hurricanes verstärkt oder abgeschwächt mit so einem Gel? Bindung. Die wird in eine Wolke versprüht und dann trocknet die Wolke aus und dann fällt einfach so irgendein Schäl vom Himmel. So kann man Regen auch verhindern. Ja. Smart das, sagt Sepp. Du lachst, Bruder, aber das, solche Geschichten gibt es auch. Und dann noch mal zum Aspekt Gesundheit. Auch wieder ein relativ neues Patent wurde 2015 erteilt und zwar an irgendeine Anwaltskanzlei. Das ist meistens ein Zeichen, dass die Erfinder oder die wirklichen Besitzer eben unbekannt bleiben wollen. Und hier steht, das ist ein fliegendes Ausbringungssystem für toxische Mücken. Hä? Mit Drohnen, also unbemannten Flugzeugen. Und wenn man sich die Patentfiguren anschaut, ja, sieht man vielleicht hier nicht so gut. Ich habe das jetzt extra reingezoomt. Reingezoomt? Ich dich reingebracht. Das ist die Patentfigur da mit dem Totenkopf in der Ladung der Drohne drin. What the fuck? Bruder, was ist da los, Bro? Das ist miese Recherche hier, Freunde. Oh, ich sehe schon unseren Freundesnamen hier. Bill Gates. Ja. Also was da wirklich gemacht wird, sie hört und liest man ja auch immer mehr in den Mainstream-Medien, nur heißt es immer, es wird nicht gemacht, wir sollten, es wäre ja dringend nötig wegen dem Klimawandel. Das ist ja noch der größere Betrug als Corona, aber dieses Fass kann ich aus Zeitgründen auch nicht aufmachen. Schade, Bro. Mal kurz schauen. Auf jeden Fall gibt es ein sehr interessantes Buch von Professor David Keith. Mhm. Ich empfehle es nicht zu kaufen, aber wenn es jemand interessiert, ich kann Auszüge davon mal allenfalls zur Verfügung, ich hab's. A Case for Climate Engineering, also wir müssen Climate Engineering machen. In meinen Augen ist er zurzeit der forschende Führer für Geoengineering, der natürlich auch immer sagt, es wird nicht gemacht. Wir wissen genau, wie es geht, aber es wird nicht gemacht. Ja, nee, ist klar. Sind alles Verschwörungstheoretiker, behauptet er. Und er beschreibt im Detail, dass er da Mikropartikel aus 5 Nanometer Aluminiumoxid, 30 Nanometer metallischem, also reinem Aluminium und dann noch 15 Nanometer Bariumtitanat, so wie ein Sandwich zusammenbringen will, weil die optimal das Sonnenlicht eben zurück ins Weltall reflektieren würden. Dann gibt es noch ein weiteres Buch, davon haben Sie vielleicht schon gehört, wie wir das
wie wir die Klimakatastrophe verhindern von einem gewissen Bill Gates. Das empfehle ich erst recht nicht zu kaufen. Es steht einfach drin, dass das ein super lohnendes Investment sei. Mehr dazu sage ich nicht. Ich komme jetzt auf die Auswirkungen auf die Gesundheit, weil das ja das zentrale Thema ist. Also, Flugasche, ich hatte ja vorher Dokumente gezeigt, wo von Kohlestaub die Rede war. Flugasche als Risikofaktor für Lungenkrebs. Das ist ein Review-Artikel, also ein Artikel, der viele Forschungsarbeiten quasi zusammenfasst. Der ist erschienen im Journal of Advances in Medicine and Medical Research. Und da wurde also nachgewiesen, dass in der Luft und im Regenwasser Aluminiumsilikate, Eisenoxid, Magnetit, Radionuklide, also radioaktive Nuklide, sogar Alphastrahler, das sind die gefährlichsten, wenn man sie einatmet. Silizium, reines Silizium ist nicht gesund. Arsen, ist auch bekannt als Gift, Cadmium und Chrom vorhanden sind und dass die ganz klar Lungenkrebs auslösen können oder vermehrt auflösen durch aktiven Zellstress, durch Zytotoxizität, also Zellgiftigkeit. Und durch Genotoxizität, also dass sie auch eben das Genom verändern. Interessant ist ja Asbest, das allen bekannt als sehr giftiger Stoff. Das ist ein faseriges Silikat, das ebenfalls viel Eisenoxid in sogenannt bioverfügbarer Form enthält. Ja, und da weiß man ja, was das für gravierende Lungenkrebsfälle angerichtet hat. Weiter eine Review-Studie von 2019, auch aus dem Journal of Advances in Medicine and Medical Research. Belastung durch Eisenoxid, Nanopartikel führt zu Herzerkrankungen, auch da wieder oxidativer Stress. Also in diesem Artikel, da steht drin, dass eine Belastung durch Eisenoxid eben auch zu Herzerkrankungen führen kann, genauso habe ich schon gesagt. Und in die Autoren dieser Studie, das ist ein gewisser Marvin Herndon, der sich sehr intensiv mit dieser Thematik befasst, mit Kollegen zusammen, der schreibt auch in diesem Artikel, es ist unerlässlich, dass Geoengineering durch Ausbringung von Aerosolen, ganz besonders eben von Flugasche, von eben so ganz feinem Aschestaub zu beenden, um nicht die ganze Biosphäre zu zerstören. Übrigens kurz, dies ist eines der wenigen Bilder, die nicht von mir selber sind, das ist von Lilian Anselmetti von Aufrecht Bern. Herzlichen Dank fürs zur Verfügung stellen. Ich finde, es sind unglaubliche Wolkenbilder. Das ist krass, Bro. Einfach so, oder? Die sie da gesehen hat im Raum Bern. Eine weitere Studie von 2017 besagt, dass die Verunreinigung der Biosphäre durch Quecksilber massiv zunimmt und dass das auch eine Konsequenz der Klimamanipulation sein müsse. Das ist im Journal of Geography, Environments and Earth Science International herausgekommen. Und da wurde, also es war eine Studie, nicht eine Review, da wurde mit Massenspektrometrie Regenwasser und Schnee gemessen und da wurde eine extrem hohe Quecksilberbelastung von 2 Mikrogramm pro Gramm gemessen. Und obwohl ja durch die ROHS-Gesetze Blei und Quecksilber stark vermindert wurden in den letzten 20 Jahren, nimmt diese Belastung zu. Auch das hat natürlich gesundheitliche Risiken, neurologischer, kardiovaskulärer, urogenitaler Art. Unfruchtbarkeit kann es auslösen, das Immunsystem betreffen und auch die DNA entsprechend natürlich schädigen. Crazy. Eine weitere Studie. Ich habe irgendwie Zeitverzögerung vom Stream, ist das normal? Ein paar Sekunden, ja. Ich erwähnen möchte von Advances in Social Sciences Research Journal. Sind die Mammutbäume, diese Sequoias in Kalifornien, so diese Redwood-Wälder, die sind zum Teil über 3000 Jahre alt, die haben viel wärmeres Klima erlebt, als wir es heute sagen, behaupten zu haben oder tatsächlich haben, wie auch immer. Die haben unglaubliche Trockenzeiten erlebt, die haben Nasszeiten, kalte Zeiten erlebt, die leben immer noch und jetzt sind die alle am Absterben. Und eine nähere Untersuchung derselben zeigt, dass die künstliche Dürre eben über Jahrzehnte, die in Kalifornien ja über Jahrzehnte durch Geoengineering verursacht wird und die toxischen Nanopartikel eben ganz eindeutig da diese Bäume zum Sterben bringen, weil vor allem die Aluminiumanteile in diesen Nanopartikeln, die bringen die Bäume dazu, die Stomata, also diese Spalten. Mich würde jetzt mal interessieren, wo diese Techniken am meisten angewendet werden, aber die sagen ja offiziell, dass sie diese Techniken gar nicht richtig anwenden, so. Weißt du? Aber mich würde jetzt mal interessieren, an welchen Orten der Welt die das am meisten machen und wo das am wenigsten ist. Weißt du, das wäre auch so eine Orientierung, wo man mal als nächstes ein bisschen länger bleibt vielleicht so. Ich meine, du kannst schon mit Gucken im Himmel kannst du auf jeden Fall schon viel sehen, aber ich glaube, da gibt es auch, wie gesagt, da hat er viele Methoden aufgezeigt, die man auch nicht wirklich so wahrnehmen kann, glaube ich, weißt du? Öffnungen in den Nadeln oder Blättern zu schließen, ja, dann haben sie den Feuchtigkeitsaustausch nicht mehr, können auch kein CO2 mehr aufnehmen. CO2 ist übrigens das Lebensgas schlechthin, ja, es gäbe keine. Also, die besagt, dass in den letzten 15 Jahren die Erde grüner geworden ist und sie schreiben selbst wahrscheinlich wegen dem erhöhten CO2. Also was ist dann böse daran, aber dies nur ein Nebensatz. Und was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist das Ozonloch, das immer größer wird. Man hört nichts mehr davon, ja, die FCKWs, die wurden ja schon in den 80er Jahren verboten. Jetzt kann man uns mit nichts mehr drangsalieren, also sagt man nicht, dass das Ozonloch immer größer wird. Wir wissen ja jetzt, wie es vergrößert werden kann. Das hat ja die
US-Regierung in den vielen Dokumenten eigentlich schon selber zugegeben. Und dieses Ozonloch führt eben dazu, dass wir UVB und UVC auf der Erdoberfläche messen können. Also das wird auch in der Mainstream-Wissenschaft wird das zugegeben, dass wir viel höhere UVB- und C-Anteile haben, als das gefährliche UV. Ab 100 Nanometer Wellenlänge bis etwa 400 Nanometer Wellenlänge, das ist das richtig gefährliche UV. Das hatten wir früher auf der Erdoberfläche gar nicht. Das kommt durch das Ozonloch eben auf uns runter. Das ist natürlich Entgiftung mit Rizol und Zeolit. Bruder, Zeolit ist sowieso Legende, Bruder. Wild, ganz wild. Für uns Menschen genauso gefährlich wie für diese Sequoias. Ich überspringe jetzt die nächsten Studien, weil es geht eigentlich immer ins Gleiche hinein, was das alles auslöst. Ja, eben auch das katastrophale Bienensterben, Insektensterben, die ganzen Algenprobleme, ja, so diese giftigen Algenblüten, die eigentlich zustande kommen, weil das Plankton eben stirbt durch diese ganzen Nanopartikelbelastungen und auch das Ozonloch. Und die Vogelpopulationen gehen zurück natürlich auch indirekt, weil die Insekten verschwinden und genauso die Fledermäuse. Das sind alles Studien, die ich gelesen habe, die wirklich erschreckend sind, was das alles für Auswirkungen hat auf die ganze Umwelt, also nicht nur auf unsere Gesundheit. Was ein wichtiger Treiber dieser ganzen Partikelausstoße sein könnte, ich kann bis heute nicht sagen, werden nur Flugzeuge, wie im Patent beschrieben, umgebaut, um nur zu sprühen, B737 mit 25 Tonnen Tanks, oder sprüht auch jeder Passagierjet, ich bin mir nicht sicher, ich vermute, aber es ist nur eine Vermutung, es wird beides gemacht, parallel, und da hat der neue NATO-Treibstoff oder der aktuelle NATO-Treibstoff, Jet Propulsive Nummer 8, JP8, der hat eine unglaublich große Zahl an gefährlichen Additiven, die NATO gibt ihren Mitgliedstaaten nicht bekannt, was das alles für Additive sind. Da ist ja doch der NATO-Treibstoff. Die sorgen für Frostschutz, für Explosionsschutz, für gute Lagerhaltung, für Temperaturbeständigkeit. Man kann es in arktischen Regionen genauso betreiben wie in der Wüste und so weiter. Man kann auch einen Campingkocher damit betreiben oder ein Schiff oder eben ein Flugzeug. Also das braucht Additive ohne Ende. Und da gibt es eine sehr gute Untersuchung von einer Marion Hahn, findet man auch im Internet. Die wurde selber krank, weil sie in der Nähe einer Air Force Base gelebt hat. Und sie kann eigentlich ziemlich gut zeigen, dass sie das auf diesen JP8 zurückführen muss. Hier sieht man, ich habe Dutzende von militärischen Forschungsdokumenten der US Air Force gefunden. Hier eines als Beispiel, eine Forschungsarbeit, die ist, jetzt habe ich das Jahr, sehe ich gerade nicht, ich sehe es gerade nicht, aber ich glaube, es ist aus den 90er oder 0er Jahren. Auf jeden Fall wurde hier, also wirklich innerhalb der US Air Force, wurde der Treibstoff untersucht. Und da wurde also in diesem JP8 wurde dann nachgewiesen, Aluminium, Barium, Beryl, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Eisen, Kupfer, Molybdän, Natrium, Nickel, Strontium, Titan, Vanadium, Zink und Zinn. Und dann natürlich auch noch die Oxide all dieser. Und zusätzlich noch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, wie zum Beispiel Naphthalen und aktil substituierte Naphthalen. Alles unglaublich gesunde Zusatzstoffe. Und wenn man jetzt schaut, dieser NATO-Treibstoff, ja, NATO-Treibstoff ist ja militärisch, ja. Da gibt es ein Pipeline-System in Europa und dieses Bild ist von Wikipedia. Alles, was ich hier geschrieben habe, ist von Wikipedia. Ich zitiere sonst Wikipedia nicht, weil das meiste stimmt ja sowieso nicht. Aber hier ist dieses Bild ist aus den 70er Jahren, das haben sie interessanterweise nicht aktualisiert. Und hier sieht man dieses Pipeline-System durch ganz Europa, hier ist die Schweiz noch nicht dabei. Aber im Artikel von Wikipedia steht dann drauf, dass bereits im Jahr 2009 90% der transportierten Kraftstoffe an zivile Abnehmer verkauft wurde. Von diesem Flugtreibstoff. Und zu den größten zivilen Abnehmern gehören die Flughäfen Frankfurt, Köln, Bonn, Zürich und München. NATO-Treibstoff für zivile Airliner. 2016 wurden in Europa 12 Millionen Kubikmeter an zivile Abnehmer verkauft. Ich habe vorher gesagt, auch der Mainstream bringt immer mehr Artikel zu diesem Thema und sagt dann aber, ja, es kann nicht sein. Ein anderer Artikel, der vor zwei Wochen im Mainstream unglaublich die Runde gemacht hat, überall auch bessere Fotzen, auch im englischen Sprachraum und so weiter. Regenwasser hat nirgends auf der Erde mehr Trinkwasserqualität, wurde da gesagt. Sogar in der Antarktis oder im Wow. Und das Tibet ist dann noch 14-fach höher, als die amerikanische Umweltbehörde den Grenzwert festgesetzt hat. Und vor allem geht es um sogenannte PFAs und PFOA. Und das sind polyfluorierte und perfluorierte Kohlenwasserstoffe, also fluoridhaltige Kohlenwasserstoffe, die eben in, und dann steht natürlich im Mainstream, in Make-up, in Shampoos, in Verpackungen, in Putzmittel drin sind, also wir sind jetzt wieder schuld. Aber gerade diese Studie von der Air Force hat ja gesagt, dass eben da fluorierte Verbindungen drin sind, und zwar im großen Stil. Also das Schlimmste an diesen fluorierten Verbindungen kommt von oben. Das ist die Originalstudie, die da im Mainstream zitiert wurde. Ich suche immer nach den Originalstudien, ich will lesen, was die Forscher da gemacht haben. Interessant ist auch, dass der Tagesanzeiger da einen Forscher aus Dänemark zitiert hat. Dabei ist mit Martin Schering sogar einer von der ETH dabei. Dann könnte ich vielleicht mal kontaktieren und fragen, ob sie da auch eben atmosphärische Anteile berücksichtigt hätten. Ich habe da ein bisschen weiter recherchiert, bin auf ein Buch gestoßen, das heißt Forever Chemicals, also Chemikalien. Der Bruder hat mies recherchiert. Nicht abbauen, die sehr, sehr lange in dem Erdkreislauf drin bleiben. Und da geht es vor allem gerade um diese PFOA und PFAS, also diese perfluorierten und polyfluorierten Kohlenwasserstoffe. Und da steht drin, dass man eigentlich nur vier davon kennt und untersucht hat und wie gefährlich und giftig die sind und auch wirklich nur diese vier so richtig gut nachweisen kann. Es gibt aber allein 6.500 gelistete und wahrscheinlich gibt es über 10.000 von diesen Stoffen. Ich sehe schon, Alex steht da, darum
überspringe ich jetzt den Rest. Ich hätte noch ganz kurz darauf eingehen wollen, dass nicht ionisierende Strahlung, elektromagnetische Felder eben auch genetische Brüche einfach indirekter Natur zur Folge haben können. Aber ich weiß, da kommt ja noch ein anderer Redner. Das heißt, deshalb kann ich das mit gutem Gewissen überspringen, dass eben nicht nur die versprühten Stoffe da oben Gesundheitsrisiko darstellen, sondern eben auch diese ganzen Radio- und Mikrowellen, die da auf uns runterprasseln. Und ich spreche jetzt nur mal eben von diesen Wettermanipulationssachen. Ich lasse jetzt 5G und selbst 4G, 3G und so weiter mal ganz außen vor. Krasser Typ, ja. Ja, da als letztes noch Bilder, die ich selber gemacht habe im März und April, das, ja, man sieht es am Beamer nicht so gut. Ja, also da wirklich in den Bergen, das sieht aus wie Smog über Los Angeles, das kann einfach nicht natürlich sein. Und damit bin ich fertig, ich habe ein paar Sachen übersprungen, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel überzogen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Guter Mann, Digga, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark, Philipp. Starkes Ding auf jeden Fall. Ganz geile Geschichte. Super, super. Hast du schön gemacht, Bro. Wirklich nices Video. Fand ich richtig gut. Liebe geht raus an den Philipp und auch an euch natürlich. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.